Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich hier diesen Mommy, you are the best Muttertags Adventskalender. Ich weiß es nicht, von Action. Das ist so ein Ding, was man aufmachen kann, was man verschenken kann für den Muttertag. Ist ja schon bald, ne? 12. Mai, wenn ich mich nicht irre. Genau. Also wenn du Bock drauf hast zu wissen, was da drin ist, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. So, eigentlich hast du da auch noch so eine Folie drum zu, die habe ich jetzt mal abgemacht. Und hinten stehen auch noch mal so ein bisschen die Produkte drauf. Und hier ist noch so ein kleines Kärtchen, was man halt auch echt abmachen kann. Moment, es ist so perforiert. Wenn man das halt an die Mama verschenkt, dann ne, weiß sie nicht direkt, was drin ist. So, dann kann man das aufklappen. Dann steht auf der einen Seite, Mami, you are the best. Richtig süß. Und hier kannst du dann auch noch ein bisschen was reinschreiben. Und das kann man halt auch so schön hinstellen. Und da sind die Farben, die Zahlen 1 bis 10 abgebildet. Und ich finde es echt hübsch. Und ja, das wollte ich einfach mal mit dir zusammen aufmachen. Also vom Design her erinnert mich das tatsächlich auch so ein bisschen an einen Adventskalender. Du hast die Zahlen drauf und so, ne? Finde ich witzig. In der Nummer 1 haben wir so Badeperlen drin. Und holla die Waldfee, die riechen gut. Oh, das riecht hier schon richtig raus, ne? Das sind so, das sieht man auch hier so ein bisschen, wenn ich das gegen das Licht halte. Richtig schön, da steht auch drauf gorgeous. Und ja, ne? Das sieht wirklich liebevoll aus. Das verschenkt man wirklich gerne. Nummer 2 haben wir ein Smoothing Body Scrub drin und da steht drauf Awesome. Und ja, das ist einfach ein Körperpeeling und ich weiß gar nicht, was für ein Geruch das sein soll. Das riechen wir mal. Ist noch verschlossen, man riecht es halt nicht wirklich durch, ne? Weil das halt richtig zu ist und das möchte ich jetzt nicht aufmachen, weil ich es ja tatsächlich auch gerne verschenken möchte. Jetzt nicht in dieser Umverpackung, sondern dann halt einzeln. Und ja, also es sieht auf jeden Fall so aus, als würde es irgendwie fruchtig, blumig riechen. Mal gucken. Verschenkst du eigentlich was zum Muttertag? Stimm mal gerne hier oben ab. Das würde mich voll interessieren. Ich verschenke auf jeden Fall was zum Muttertag, denn Mama hat es verdient, ne? Es ist so ein bisschen gerade wie im Dezember Adventskalender öffnen, Leute. Die Kläppchen lassen sich ein bisschen schwerer öffnen, muss ich gestehen. Das hier war jetzt auch ein etwas schmaleres und meine Fingernägel haben ein bisschen gelitten. Lovely Lip Gloss ist das und der ist richtig, richtig oioioi, pinky. Also nicht vielleicht unbedingt was für eine Mama, glaube ich, oder? Naja, also riecht aber extrem gut. Ui, oh, der riecht wirklich gut. Ja, ist halt so mit Glitzerpartikeln und ein bisschen ins Rosafarbene. Mega geil. Ich finde das so süß, was da auch auf diesen Verpackungen draufsteht, ne? Ach, das macht mich glücklich. Sowas finde ich schön. So, machen wir die Nummer 4 auf. Da steht drauf My Everything und das ist eine Soothing Hand Cream. Die ist auch schön. Eine schöne Handcreme. Ach Mensch. Die wird dann wahrscheinlich auch so niedlich, rosig duften. Dann gucken wir mal in die Nummer 5 und ich zerstöre diesen Kalender gerade hier echt vollends. Da steht drauf Fabulous und das ist eine Nagelfeile. Die kann man doch, oder Frau, sage ich mal, immer gebrauchen. Dann gehen wir mal zu der Nummer 6 und das ist auch wieder etwas Größeres und da ist so eine Tube drin, die ich jetzt gerade versuche rauszuholen. Da steht drauf My Angel, ein Refreshing Shower Gel.
Sehr schön, sehr, sehr schön. Ein Duschgel und so eine schöne Verpackung und ach Mensch. Machen wir mal die Nummer 7 auf. Das ist auch ein bisschen größer und das ist eine So Sweet Caring Body Lotion. Leute, ich glaube, die Produkte sind doch echt mal der Hammer, oder? Also ich finde es richtig cool, ne, dass man halt so liebevolle Sprüche da drauf hat und so. Natürlich sind das jetzt nicht irgendwelche großen Marken oder so, aber dafür war dieser Kalender auch einfach echt günstig. Und ich glaube, dass Mütter sich da definitiv drüber freuen oder Frauen im Allgemeinen. Es muss ja nicht immer zum Muttertag sein. Hier steht natürlich alles mit Mami und so, ne? Aber es ist, ich finde es schön. Gucken wir mal in die Nummer 8. Und es ist ein Friendly Duschpuffelschwämmchen. Damit kann man dann das schöne Duschgel auftragen. Aber der ist echt niedlich klein, ne? Den kann man fast eher so fürs Gesicht oder so verwenden. Ein freundlicher Puffel. Die Nummer 9 ist ein My Sunshine Luxury Body Mist. Guck mal, ein Körperspray. Steht da überhaupt irgendwas von... Da steht nichts von Gerüchen drauf. Das ist schade. Ich würde euch gerne sagen, wie es riecht, ne? Es riecht wirklich sehr, sehr fruchtig. Also ich mag das, aber nicht jeder mag das. Es riecht halt nicht jetzt irgendwie erwachsen, es riecht eher kindlich, ne? Aber ich mag das sehr gerne und ich werde es auf jeden Fall verschenken, ja. Und die Nummer 10 ist riesig. Und es ist einfach so eine Badebombe. A Super Mom. Eine Badebrausetablette. Das gefällt mir. Das ist schön. Es riecht auch wieder so schön. Oh, ich persönlich würde mich mega über diese Produkte freuen, wenn ich eine Mami wäre und das von meinem Kind kriegen würde. Mega geil. Also, ich finde das nicht nur von der Idee mega cool, so eine Art, mittlerweile jetzt sehr zerstörten, ne, Mama-Kalender zu haben, sondern ich finde auch die Produkte, die da drin sind, so schön. Und man kann das echt mit Liebe dann so verschenken und die Mami wird sich freuen. Ich werde das schön in so ein Kästchen packen und dann schön mit so Osterkram ausstopfen, wie auch immer, mit Dekokram und dann die Produkte da reinmachen. Da wird sich eine Mama garantiert drüber freuen und sehr wahrscheinlich auch meine Mama. Wobei meine Mama kriegt eigentlich jetzt diese Sebamed-Box zum Geburtstag, zu dem Muttertag. Vielleicht switche ich das ein bisschen um. Mal gucken. Ich finde das auf jeden Fall schön und würde es auf jeden Fall auch so nochmal kaufen nächstes Jahr und definitiv wieder verschenken. Vielleicht kaufe ich mir dann auch noch ein zweites davon, weil ich habe ja nicht nur eine Mama, ich habe ja auch noch eine Stiefmama. Dann habe ich auch noch eine Schwiegermama ins B, eine Stiefschwiegermama ins B und die werden sich alle drüber freuen. Geh da mal von aus. Wie findest du sowas denn? Würdest du deiner Mutter oder, deiner Mama, ist ja Muttertag, ne? Würdest du deiner Mama so Kosmetika oder Pflegeprodukte schenken? Es ist ja immer ein bisschen kritisch, aber stimm gerne mal hier oben ab, ob du das machen würdest. Interessiert mich total. Oder ob du sagst, nee, lieber eher sowas Schokoladiges oder lieber irgendwie Deko oder ein Gutschein oder so. Ja, das war jetzt aber auch ein sehr kurzes und knappes Unboxing, was ich aber nicht in meinem Action-Haul integrieren wollte, weil das sonst wahrscheinlich noch länger gewesen wäre. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir hier oben mal meine Playlist für den ganzen Adventskalender-Unboxings. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren, würde ich mich mega drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!